Und herzlich willkommen zurück hier in meinem X4-Universum. Ich bin der Schnitzelhacker und schön, dass ihr wieder dabei seid. Gut, dann wollen wir wieder ein paar Credits machen. Und im Hintergrund müsst ihr dann auch der Bau der Verteilungsstation fürs Vega-Syndikat losgehen. Ich habe da jetzt Bob zugewiesen, der ist ja frei, die Feldspulenfabrik ist ja fertig und ich mache jetzt das andere Projekt auch erstmal dann zu Ende, bevor es dann ja Richtung Elektronikkomponentenfabrik geht. Ich glaube, ich brauche jetzt ca. 120 Millionen für die Schiffswerft, für die S- und M-Schiffswerft. Autopilot ausgeschaltet. Wobei ich halt wie gesagt noch am Überlegen bin, erstmal in die Pläne selbst zu investieren, damit das dann auch gleich losgehen kann, sobald die Schiffswerft steht. Wobei ich immer noch nicht so ganz sicher bin, wie dann oder was noch an Komponenten benötigt wird. Also Elektronikkomponenten wird man garantiert brauchen. Das muss ich dann gucken, weil der Stationsplaner, den ich immer benutze, der zeigt mir leider nicht an, was ich denn alles dafür benötigen würde. Vielleicht kennt ja jemand noch einen anderen, besseren irgendwie in der Richtung, der das dann irgendwie mit berücksichtigt. Deswegen bin ich so nach dem Motto, ich stelle lieber mal alles her jetzt. Weil was ich dann nicht zum Schiffsbau brauche, wird dann halt anderweitig verkauft. Weil jede Ware wird hier irgendwie benötigt. So, da sind wir wieder. Erfolgreich angedockt. Ja, es geht halt immer nur in diesen Schritten. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Aber nicht schlimm. So, und wir sehen, wir sind halt immer noch in der Gewinnzone. Pro Lieferung. Und in der hohen Nachfrage scheint sich erstmal auch nichts zu ändern. Also tatsächlich auch eine Überlegung wert, da einzusteigen. Wobei, wie gesagt, da vermute ich mal, das sind dann so Sachen, die wir dann wirklich manuell immer machen müssen mit dem Verkaufen. Wäre auch interessant zu wissen, da ja Nobilius Glück ja meine Sektoren sind, also die beiden Subsektoren, wie sich das eigentlich verhält, wenn ich bei den Polizeibehörden oder wenn ich dann einstelle, dass Raumkraut verboten ist. Könnte ich ja, weil es ja mein eigenes ist, dürfte ja nichts passieren. Das dürfte ja nur bei dem Raumkraut der anderen dann zur Aufgabe gezwungen werden. Und wenn ich dann eventuell noch Staubsauger einsetze, die dann das Raumkraut für mich einsammeln würden. Na, interessante Möglichkeiten, die sich da eventuell ergeben. So, bevor wir abdocken, brauchen wir ein Raumdock. Naja, gut, egal, wird schon. Genau, brauchen wir ein Raumdock. Also das Einzige, was halt mit den ganzen Sektoren, die immer dazukommen, halt irgendwann echt nervig ist, ist zu finden, wo man sich überhaupt befindet. So, weil hier war doch direkt eins vom Ministerium. Das könnte eigentlich meine nette, attraktive Pilotin hier nutzen. So, allein deshalb brauche ich unbedingt noch ein Tirana-Modul.
klopfst du mal hier an. Baldrick. Kann ich helfen? Ich hoffe, du hast noch keine anderen Befehle. Genau, da wollen wir die Kiste hier nochmal ein bisschen modifizieren. Hier wurde wohl die Medikamentenfabrik gehackt. Nun gut. Also ich würde sagen, die Station hier aktiviere Reiseantrieb. Baue ich mal ab. So, das muss ich nicht, das degeneriert jetzt automatisch, übersehen. 25 Minuten ist die weg. Den kann man dann auch noch irgendwem zuweisen. Den hole ich mal zur Feldspulenfabrik, würde ich sagen. Da muss er. Für Kommandanten schürfen. So. Da fällt mir an der Stelle gerade ein, wie sieht denn eigentlich das Bauprojekt hier aus? Da ist ja wahrscheinlich auch noch nichts weiter. Ah doch. Da kommen nach und nach die Hüllenteile an. Und ja, wenn die 28 da sind, müsste das Konstruktionsschiff eigentlich auch anfangen zu bauen. Das heißt, den Schrottrecycler, den zweiten, haben wir dann auch fertig. Sehr schön, das läuft also. Gut, da sind wir. Dann wollen wir mal ein bisschen mehr Geschwindigkeit aus der Karre holen hier. So, ich glaube, es ist egal. Hier, kommen wir raus. Schiffshändler. Ja, natürlich wieder besetzt, aber ich. Okay, das war der falsche. So, hier sind wir richtig. So. Und zwar eine Rumpfmodifikation. Und zwar eine Schiffsmasse-Modifikation. Nanoröhre. So. Also wenn wir die Schiffsmasse reduzieren, dürfte das eigentlich auch eine höhere Beschleunigung bedeuten, beziehungsweise eine höhere Endgeschwindigkeit, wobei die Masse da an sich keine, also mit meinem begrenzten Physikwissen, würde ich jetzt eigentlich denken, im All, dass je geringer die Masse ist, desto höher ist die Beschleunigung. Aber bei der Endgeschwindigkeit dürfte das eigentlich keinen
Illegale Warenverschleierung. Das ist natürlich jetzt auch interessant, ne? Eigentlich ist es perfekt. Ha, jetzt muss ich mich natürlich entscheiden, aber das ist eigentlich eine interessante. Frachtverschleierung zu 100%. Ist ja für mein Vorhaben ja eigentlich optimal auch. Gut, aber hier Antrieb, da können wir auf jeden Fall noch was machen. Und zwar die Reisemodus Schubmodifikation. In die Richtung will ich. Reisemodus Schub bis zu 7 weitere Eigenschaften. Eieiei, zu 30%. So, was haben wir denn hier alles? Ja. Reisemodus Abbremszeit. Ist das jetzt auch positiv, wenn das rot ist? Die Abbremszeit ist um 16,28% verringert. Das ist doch eigentlich gut. Aber wahrscheinlich heißt das jetzt im Endeffekt, die ist verlängert. Weil hier bei der Aufladezeit steht jetzt minus 20 und da ist es grün. Das heißt, da ist die Aufladezeit nochmal um 20% verringert. Das heißt, also wenn es rot ist, ist es eher schlecht. Das heißt, die Abbremszeit hat sich jetzt eigentlich verlängert. Das ist jetzt mit dem Minus gemeint. Aber das lassen wir jetzt auf jeden Fall so. So, wollen wir sonst noch irgendwas machen? Nö. Oder mal einen speziellen Look. Ah, ich weiß nicht, ist ein bisschen zu weiß, oder? Zu grell. Ein bisschen individuellen Touch hier. Wobei, bei solchen, ich weiß nicht, also ich finde solche Modifikationen oder Lackierungen mega hässlich. Oder sowas hier. Also, ah, weiß ich nicht. Kommt wahrscheinlich auch auf das Schiff drauf an. Ja, das ist schon mal eher so. Oder total schwarz. Nee, ich glaube, das ist ausgewaschen. Nee, egal, wir lassen das generell einfach mit der Lackierung, wir lassen jetzt so, wie es ist. So, einmal zurück. Ja, das sind so Kleinigkeiten, die mir jetzt dann so einfallen. Eigentlich hätte ich das Schiff auch schon mal losschicken können, wieder Richtung Raumkrautfabrik. Und hätte mich einfach hinterher teleportiert, aber ist egal jetzt. Wir haben unsere Modifikationen gemacht. Und ich denke, wir können da auf jeden Fall noch Lieferungen jetzt holen. Und währenddessen ich dann, während ich dann im Autopilotmodus bin. Guten Tag. Filter wieder an. Raumkraut müsste noch aktiv sein. Und das ist jetzt wieder diese Station hier. Teladi Händler hier oder das Handelsschiff ist wohl ein bisschen, na gut, er ist stärker wie ich auf jeden Fall. Autopilot eingeschaltet. Autopilot ist an. So, ich denke mal, wenn die sich hier wieder gruppiert haben,
komm, kriegst du auch mal. Wir können ja notfalls die Schiffe dann später der Elektronikkomponentenfabrik zuweisen. Also ich hoffe ja mal, wenn jetzt die Flotte sich gesammelt hat, dass das dann normal weitergeht. Dass sie dann halt auch ja, ihre Patrouille fortführen. Weil das muss ja ein Ende haben. Auch wenn die Kark natürlich irgendwann wiederkommen werden. Aber für jetzt haben wir erstmal Ruhe. Der ist jetzt schon fertig. Wie schnell hat er denn bitte schön das Ding gebaut jetzt? Habe ich irgendwas verpasst? Der war doch noch gar nicht am Bauen vorhin, oder? Oder war... okay, wenn nur noch 28 gefehlt haben, dann war der wahrscheinlich schon fast fertig mit dem... war der schon fertig mit dem Bauen? Relativ schnell, das erklärt es natürlich unter Umständen. So, jetzt haben wir ja... im Normalfall, na komm, genau. Jetzt haben wir den Vorteil, dass die beide zeitgleich halt arbeiten können, quasi jetzt abwechselnd. Und von der Theorie her. Jetzt genügend Schrott eigentlich zeitgleich weggenommen wird und der Manticore wieder ein bisschen mehr zu tun hat und der ganze Schrott nicht einfach sinnlos teilweise verrottet. Auch wenn ich trotzdem am Ende glaube, dass, na wohl, ja gut, die Schrottverarbeitung, also die ist für das Recycling vorbereitet. Da habe ich aber nach wie vor nur eine. Aber schauen wir mal, wie weit der hinterherkommt. Momentan macht der Manticore ja nichts. Weil einfach das Schrottlager voll ist. So, hier hat es auf jeden Fall auch angefangen. Hier wird fleißig gebaut. Hier müssen wir noch Hüllenteile nachliefern auf jeden Fall. Die Frage ist, macht es hier noch Sinn, Manager Manager zu installieren, der dann fürs Baulager einkauft, oder mache ich das jetzt alles manuell? Weil der Manager dürfte nämlich danach weg sein, wenn die Station übergeben wird. Na gut, aber er ist eh erstmal am Bauen, also von daher. Schutzkomponenten kann ich eigentlich noch mal holen. Die brauche ich auf jeden Fall noch. Da Baulager. Hat er noch ein bisschen mehr zu tun. Jetzt hat er erstmal die Feldspuren geholt. Genau, so, da ist ja überwiegend der größte Teil der Bauprojekte alle abgeschlossen ist. Also, beziehungsweise ich warte jetzt noch, bevor ich dann die Elektronikkomponentenfabrik dann platziere.
Ich überlege halt auch, ob es nicht vielleicht sogar sinnvoller gewesen wäre, so eine riesige Gasabbaustation zu bauen, wo sich dann im Endeffekt die ganzen Stationen dann, die es brauchen, einfach nur davon bedienen, anstatt dass die ganzen Stationen ihre eigenen Gasschürfer haben. Erreiche profitabler Handel. 1. Ja, wäre vielleicht sogar sinnvoller gewesen im Endeffekt, aber vielleicht, falls ich nochmal ein zweites Industriegebiet hochziehe, vielleicht würde ich das dann darüber mal probieren. So, jetzt dürften sie eigentlich wieder im Patrouillenmodus sein, wobei angreifen Ziel kann nicht erreicht werden. Aha. Na, das kann ja was werden. Keine Ahnung, was Braun verschwinden jetzt hier abreißt, weil eigentlich hast du ja auch den Befehl, das Schiff zu eskortieren. Es könnte sich aber auch mal irgendeiner der anderen Fraktionen mal hier drum kümmern. Also, aber der Kranich Mineralien ist halt einfach mal aus dem Spiel momentan. So, Handel mit Bollwerk 2R. Ja, musst du ja nicht mehr. Du bist ja eigentlich frei jetzt. Du bist ja wieder frei. So, das heißt, du kannst jetzt auch noch mal hier Geschützkomponenten einladen und die zur Verteidigungsstation bringen. So. Erreiche System. Nopileus Glück. Bin so gespannt, wie viel Ruf das gibt. Meine Kohle wird es ausreichend geben, da bin ich mir relativ sicher. Aber ich bin so gespannt, wie viel Kohle das jetzt geben wird. So, wir haben auf jeden Fall eine höhere Reisegeschwindigkeit, das war ja das Ziel. Ja, knapp 300, glaube ich. Ich glaube 1660 hatten wir. Bin mir jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht mehr ganz so sicher. Wurscht. Auf jeden Fall, meine HQ-Händler sind echt fleißig unterwegs, auch wirklich relativ weit weg vom Geschehen. Aber
mein Manager hier, der müsste ja mittlerweile auch schon bald mal 5 Sterne haben, ja, nicht ganz. Noch nicht ganz, wobei ich gar nicht weiß, ob die dann komplett voll werden. Da müsste ich mal schauen, das habe ich nämlich jetzt nicht so im Kopf, aber bei der Shintoaga Majestic, der hatte ja komplett voll 5 Sterne, ne, der, ich glaube, das ist dann schon komplett voll. Ich glaube, der letzte Rest, den man hier noch sieht. Wäre halt dann auch toll, wenn dann, wenn der Manager dementsprechend voll ist, dass die Erfahrungspunkte, die dann generiert werden, halt auf die Untergebenen verteilt werden. Vielleicht passiert das ja auch, ich weiß es nicht. Aber das wäre so ein Ding, wo ich sagen würde, ja, das hätte was. So, erstmal wieder. Autopilot ausgeschaltet. Undock-Erlaubnis erteilt. Mal wieder den Lagerraum voll machen. Das wird dann auch erstmal wahrscheinlich die letzte Tour sein. Bevor ich dann wieder in die Nexus Narnia umsteige und beziehungsweise ja, wo es müsste eigentlich nicht ausgehen, dann, dass dann die Verteilungsstation eventuell schon fertig ist. Die Frage ist, müsste ich mir die Pläne für diese ganze Raumkrautgeschichten, kann ich mir eigentlich auf illegaler illegalem Wege doch eigentlich. Ah, es wird schon teurer hier wieder ein bisschen. Geringes Angebot. Na gut, aber wie gesagt, das andere, der Schwarzmarkthändler kauft mir das so zu so guten Preisen ab. Das lohnt sich auf jeden Fall. Will ich nur gerade mal gucken. Ne, tatsächlich, das komplette Raumkraut habe ich jetzt komplett leer gekauft. Ja. Das heißt, ich könnte jetzt eh keine Tour machen, weil so schnell wird das wahrscheinlich nicht, nicht nachproduziert sein. Und ja, wie gesagt, ich bin ja jetzt zu 100% geschützt vor illegalen, also zur Warenverschleierung. Das heißt, selbst wenn die Polizei kommt, Polizeibehörden und mich scannen, werden sie nichts finden. Also eigentlich ein perfekter Drogenkurier. So. 18 Milliarden da. Und einmal das Leitsystem aktiviert und yo. Eingeschaltet. Ja, wie gesagt, also wird die letzte Tour sein, weil bis das dann hier nachproduziert worden ist, aber ja, könnte sich echt lohnen, da selber was auf die Beine zu stellen. Diesbezüglich. Weil für meine, ich sag jetzt mal, etwas ambitionierteren Ziele werde ich Kohle ohne Ende brauchen. Das ist leider so. Und wir haben ja noch den Paranitenplot, wo wir für 500 Millionen die Pläne kaufen müssen, bevor wir da aktiv sein können und denen eine neue Hauptstadt dahin basteln. Denn, so wie ich das noch in Erinnerung habe, ist das Ziel, die Paraniden zu vereinigen. Ob das dann am Ende eine gute Idee war, wird man sehen. Vielleicht hat es der eine oder andere ja gesehen gehabt. Ich habe ja schon so den Stresstest in meinem ersten Bollwerk gehabt. Im Rahmen des Paranidenplots, wo mir dann eine Paranidenflotte hinterhergekommen ist, samt Träger und Zerstörer und von meinem Bollwerk zerlegt worden sind. Gut, mein Bollwerk wurde zugegebenermaßen auch relativ gut zerlegt, aber von einer größeren Flotte, die dann kommen würde, im Falle, dass dieses Vereinigte Paranidische Reich entscheiden sollte, mich anzugreifen. Was ich allerdings irgendwie auch nicht glaube, weil ich helfe denen ja, oder habe denen ja da massiv bei geholfen. Da
dass dieses Reich überhaupt entstehen kann. Na gut, dann war es das wieder für diese Folge. Seid gespannt, wie es weitergeht. Habt noch eine schöne Zeit und für Likes, Kommentare und Abonnentenstatus, falls ihr den noch nicht habt, würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Hilft mir natürlich sehr für diese Entwicklung meines kleinen Kanals. Ich danke euch. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.